bei mir, beziehungsweise ich bin bei ihr. Genau. Und wir haben uns nämlich überlegt, dass wir heute mal die American Candy Challenge zusammen drehen wollen. Sie war nämlich vor kurzem in Amerika und ich auch. Und ja, wir haben wirklich sehr viele interessante, mehr oder weniger leckere Süßigkeiten eingekauft. Und die sehen schon sehr vielversprechend aus. Die werden wir jetzt gleich vor der Kamera testen. Und ja, bevor ich loslege, noch ganz kurz, wenn ihr mehr Challenges von mir in Zukunft sehen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und ansonsten fangen wir jetzt einfach mal an. Das sind schon mal die ersten 5 Süßigkeiten und Maren wird jetzt mal eins davon ziehen. So Angst. Los, nimm es. Oh Gott. Nein, ich hab irgendwie ein Gefühl, das ist okay, okay, das sind irgendwelche scharfen Zimtdinger. Hä, was ist das für eine Konsistenz? Hä, das ist voll cool. Das ist voll glibberig. Geht eigentlich. Ja, wo sollen die scharf sein? Gute Frage, das ist wirklich eine gute Frage. Die schmecken eigentlich so ganz normal wie diese Big Red Zimtkaugummis. Kennt ihr die? Also irgendwie voll die verarte, so voll möchte gern scharf. Die schmecken voll lecker. Ja. Also von der Note her, von 1 bis 10, von der Leckerheit her oder generell? 7. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ey. Nicht, dass ich denke, ich wollte die jetzt. Ich möchte die eigentlich nicht essen, aber irgendwie finde ich, dass die cool aussehen, habe ich schon vorhin gesagt. Aber ich habe eben gesagt, du meinst okay. Du auch, ne? Du hast irgendwie so viel mehr nach Fisch schmeckt. Ja, ne? Aber da steht drauf, real vegetable, also Gemüse, irgendwas. Mal gucken. Oh, oh mein Gott, wie die aussehen. Okay, gut, bei mir kriegst du eine 3. Maximal eine 3. Das Aussehen ist halt ein bisschen scheiße. So irreführend. Aber der Geschmack ist echt gut. Okay. Ja, hallo, du hast dich schon angepackt. Oh. Ja! Ob das jetzt erlaubt ist, nochmal so zu wechseln. Ach was. Das sind Gummibärchen, die mit Milchschokolade überzogen sind. Richtig geil. Okay. Das sind so geile Schnüre. Also in Deutschland sind die auch immer so ähnlich, ne? Das schmecken die geil. Ja, aber irgendwie. Hier heißen die Twizzlers mit Strawberry Lemonade. Oh mein Gott, das sind ja voll die dicken Dinger. Die haben innen drin noch so ein rotes Weichchen. Was eigentlich gern sein sollte. Ja. Schmeckt irgendwie so wie nichts. Das schmeckt irgendwie voll eklig, voll nach Süßstoff. Ja. Ja, ich mag die nicht. Okay, gut, das ist so, ja, 5, ja, okay. Lass mal durchgehen. Hey! Was ist das? Starburst Minis. Ja. So kleine Fruchtquadrate irgendwie. So Würfelchen? Also Frucht. Frucht. Nein, das heißt, aber die sehen gut aus. Oh, das riecht wie so eine Erdbeerwiese. Oh Gott, die sehen, so sehen die aus. Oh, bitte, dass sie gut schmecken. Weißt du, an was die mich erinnern? Kennst du, früher gab es in diesem Plastik und dieser Verpackung diese Vierecke, die so silber waren und dann war da so grün und da gab es Himbeeren von. Weißt du, was ich meine? Nee. Nein! Shit! Och man, ihr kennt die doch bestimmt, ne? Okay. Aber die schmecken lecker. Genau so, die schmecken mega gut. Ich esse hier schon die ganze Zeit alle. Ich noch anmerken möchte mir, tolles Verschluss. So, wieder verschließen. Ja, also, das finde ich echt sehr gut. Okay, lass mal 9. Aussehen. 9. Okay. Das ekligste sind, glaube ich, diese Wasabi-Dinger. Mhm. Sollen wir die jetzt kommen? Machen wir es. Ja, wir haben so zwei von den Packungen. Du so, hä? Hä, ist das wie so Pulver, wie Pickelpulver? Also das wird jetzt wirklich eklig. Da habe ich jetzt nicht... Boah, Oh Gott, du hast mehr als ich. Ja, wirklich, du bist auch mehr. Nicht nur so. Aber sieh du doch einfach weg.
Ich hab auch was. Okay, 1, 2, 3. Auch jetzt auf ihrem Kopf werde ich das Video verlinken. Macht's gut. Tschüss.